It's the love of my life, Ali Lowy. I'm up here because of you. I love you so much. To my family, Maman, Papa, Jeff, hommage, vous adore. Matt Pluff, you kicked this off. And Damien Chazelle, we're standing on your shoulders. We lost, by the way, but you know. Guys, I'm sorry. No, there's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. Moonlight won. This is not a joke. This is not a joke. I'm afraid they read the wrong thing. This is not a joke. Moonlight has won Best Picture. Moonlight, Best Picture. Ja, wenn den Oscars solche Fehltritte passieren können, kann es leider bei so einem kleinen Podcast wie unserer einer ist, allemal auch vorkommen. Bei der letzten Aufnahme ist leider meine Tonspur sowohl in Bezug auf die Hauptaufnahme als auch unsere Sicherheitsaufnahme leider ein wenig korrumpiert worden. Durch technische und persönliche Fehlleistungen. Deshalb haben wir ein bisschen eine schlechtere Qualität diesmal und wollen aber trotzdem gerne diese Aufnahme euch präsentieren. Und ich hoffe, es ist für euch ein wenig in Ordnung. Vor allem, weil es auch ein bisschen gar nicht so schlecht passt zu unserer heutigen Aufnahme, die sich eben mit dem Auseinandersetzen zwischen Pathos und Bathos beschäftigen werden. Nämlich zwischen dem Hochen, dem Auratischen und dem Niedrigen. Und da ist natürlich meine Podcast-Tonspur doch eher mit dem Niedrigen Weltlichen verbunden. Vielleicht passt das gar nicht zu schlecht eigentlich. Dementsprechend würde ich sagen, Film ab, Licht aus und hoffentlich Ohren auf. Aber wenn nicht, dann hört ihr wenigstens Patrick zu und könnt bei mir die Ohren einfach wieder verschließen. Und ich hoffe, ihr genießt trotzdem unsere Diskussion über The Bright Life of Henry VIII und Smiling Through. Nowadays. No consideration for others. Refinement's a thing of the past. Mirrors are dead. Der royale Podcast ist vorbereitet. 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 Ja, hallo Sepster. Bist du schon bereit auf unseren Podcast? Freust du dich schon? Glaubst du, der wird gut? Also wenn du mich fragen würdest, ja, also wenn ich sagen würde, ich glaube, dass der Podcast gut wird, dann wird das heißen, dass ich Optimismus über persönliche Erfahrung stelle. Die sind so lustig. Mein was eigentlich? Ich würde mein Führer sagen, aber eigentlich kann ich das nicht gezeigt, Alter. Bäm, schon ein Kleister. Wieso? Ich meine, der Witz ist natürlich, ja, also, dass natürlich dieser Film, ja, den du hier ansprichst, Bright Lives of Henry VIII, natürlich eine klare Durchblicksebene hat zu dem Zweiten Weltkrieg oder den Zwischenkriegszeiten, die das hinführen zum Zweiten Weltkrieg. Das heißt, dieser Hinweis zu Mein Führer ist gar nicht so falsch, auch wenn natürlich er voll blödsinnig ist. Ja. Natürlich, ich meine, in unserem Podcast wird nichts dem Zufall überlassen. Alles hat einen Sinn und wir machen uns da schon Gedanken. Also, es gibt einen Grund, warum jede Folge. Also, warum so viel Zeit zwischen den Folgen liegt, weil wir einfach alles minutiös durchplanen. Also, klar, das nicht erzählen. Und wir tun nicht erst am selben Tag von einem Podcast aufnehmen und die ganzen Filme schauen, zum Beispiel. Niemals wird das. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst.
Ich darf euch alle herzlich begrüßen zu Oscar, wir müssen reden, wo einem Podcast, wo wir uns ganz langfristig die Filmgeschichte wagen, marschieren und versuchen, das zu machen, indem wir einfach jeden einzelnen Film, der für den besten Film Oscar mittelbar zu betrachten. Und so entstehen sich, dass wir ganz im Stile der Popolie des Internets immer zwei Filme gegeneinander antreten lassen. Und das machen wir nicht nur unbedingt, um die Filmgeschichte zu erkennen, sondern vielmehr, um die Mechanismen von der Oscar-Diskursivität von Oscar und deren Entscheidungen zu betrachten, also wie auch die Filmpolitik hier eigentlich funktioniert. Mein Name ist Sebastian Fitz-Klausner und wie immer, ich habe dich ja Sebster schon genannt, ist der Patrick Marke mit dabei, der uns mit seinen Schauspielkünsten als Majestät hier präsentiert und natürlich nur meine Fehler, die ich hier mache, als niedriger Diener seinerseits versagt, weil natürlich dadurch eben natürlich der Gag, der Anfangs-Catch unterbrochen werden musste. Hallo Patrick. Hallo, ja. Ja, die andere Alternative wäre gewesen, dass ich am Smiling Through singe. Aber das wollte ich dann doch nicht versuchen, beziehungsweise ich wollte ich dem dann nicht aussetzen. Und außerdem ist The Private Life of Henry VIII auch eindeutig der beste Film der beiden. Ach mein Gott, du hast sogar beide Filme schon genannt, das ist ja überraschend. Ja, überraschenderweise sagst du, dass das Private Life of Henry VIII der bessere Film ist. Wahrscheinlich deswegen, weil du für diesen Film einstehen wirst, von Alexander Korda gemachten Film, der 1933 herausgekommen ist. Und ich werde Smiling Through von Sidney Franklin, die Inszenierung von Sidney Franklin von einem Stück von den beiden Janes, wo ich nie weiß, wer es ist, Jane Call und Jane Murphy, glaube ich, heißt. Die Jane zweite. Austin. Nicht Jane Austen. Also das Theaterstück, der Film besteht auf einem Theaterstück von zwei zentralen Figuren des Ursprungskaischen Theaters, nämlich Jane Call und Jane Murphy. Wobei ich gesagt habe, was ich gedacht habe, eigentlich, dass sie Briten sind, weil es ja sehr britisch zugeht und unser ganzer Podcast ist sehr britisch natürlich heute. Aber so wie ich es mitbekommen habe, dass tatsächlich einfach Ursamerikanerinnen. Lass mich kurz in meinem Tee schlürfen. Oh. Und noch einen Scone essen, ja. Viel witziger wäre es gewesen, wenn du jetzt gespürt hast von einem Tee und gleich gerübst hättest. Weil das wäre ein britisches und das ein britisches korrekt gewesen. Genau, und ich werde eben den zweiten britischen Film besprechen. Wobei, er ist nicht britisch, wie gesagt. Er ist ja durch und durch amerikanisch. Von der Theaterstück, der hinter dem Film steckt und den Film Darstellerinnen und Darstellern, ist eigentlich durch und durch eine großamerikanische Produktion. Während interessanterweise tatsächlich mit Henry VIII einen, wie ich der erste Mal, ein britischer Film hier zu Wert bekommt. Aber ich glaube, ich überlasse es dir, deinen Film zu hier in den siebten Himmel hoch zu jubeln und in den stinkenden siebten Himmel hoch zu jubeln, keine Ahnung, wie man sagen soll. Und dann werde ich nachher mit zwei ins Blue meinen Film machen, bevor wir dann nach 20 Minuten Geplänkel und Kämpfe dann zu unseren eigenen Meinungen vordringen werden. Also Patrick, worum ist gegangen bei The Private Life of Henry VIII? Um sein Privatleben etwa? Keine Ahnung, wie du drauf kommst. ja, genau. So, ich mach's kurz. Wir haben den Film ja schon vorgestellt. Private Life of Henry VIII ist ein Film von dem ungarisch-britischen Filmemacher Alexander Korda. Ja, der erste britische Film tatsächlich hat mich sehr überrascht, auch als ich das gesehen habe. Und fand ich sehr angenehm. Ich dachte, es gibt doch auch schon britische Filme, anscheinend ist das der erste britische Film überhaupt. Der erste britische Film in unserem in unserem Podcast, der für den Oscar nominiert wurde im Jahre 1934 oder Ende 33 sind wir. Hast du was gesagt? Ich weiß gar danke. Nicht. Danke. Ich habe gesagt, wann der Film entstanden ist, aber ich habe tatsächlich gesagt, dass wir 1934 für den 6. Oscar verleihen mittlerweile sind. Da hast du mehr Culpa. Danke, dass du es nachgeholt hast. Oh, mehr Maxima Culpa. Du greifst hier schon vor. Nämlich auf die Tatsache, dass The Private Life of Henry VIII ein überraschend vielschichtiger Film ist und man nicht oder nicht ganz den Film geliefert bekommt, stellt man dann am Ende der 34 Minuten Laufzeit fest oder wie viel sind auch immer, wie man sich das vielleicht zu Beginn nach vielleicht 5 Minuten vorgestellt hätte, weil hier tatsächlich ein recht vielseitiges Porträt von eben diesem König Henry VIII gegeben wird, gezeigt wird. Und es fängt ein bisschen so mit so Slapstick-Einlagen an, aber geht dann tatsächlich auch ein bisschen ernstere Gefilde, nur kurz vielleicht, oder wird alles angeschnitten und also es wird nie ein komplettes Drama. Ja, also dieser Film ist unheimlich vielschichtig und irgendwie auch immer spannend und interessant zu sehen. Und das ist so einer der Filme, die tatsächlich, ja, so Period Pieces, so zeitgeschichtliche Dramen es ihnen ermöglicht haben, irgendwie wirklich erfolgreich zu werden, sage ich mal. Weil bis vor diesem Film, der ein
unheimlicher Erfolg war in den USA und in Großbritannien tatsächlich gar nicht so sehr vergleichsweise, aber war sehr erfolgreich in der Box Office. Und davor galten halt so Period Pieces als relativ, also schon filmbar, aber nicht als sehr lukrativ, beziehungsweise als wenig Interesse erweckend. Und das hat dieser Film hier schlagartig geändert. Zu Recht, ja. Weil man quasi, also ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass Heinrich der Achte irgendwie Sympathieträger ist, das nicht. Er ist schon irgendwie unsympathisch, beziehungsweise ein bisschen ein König, ein verwöhnter König, der irgendwie so ein bisschen den Bezug zur Realität verloren hat, aber andererseits dann vielleicht doch auch nicht ganz, und es werden seine Bedürfnisse klar, und irgendwie ist er doch auch nur menschlich, und das kommt sehr schön zur Geltung. Ja, ist auch eine wunderbare schauspielerische Leistung von Charles Laughton, ist das? Ja, genau. Ja, genau, also ich könnte jetzt ewig lang weiterreden, aber ein sehr guter, sehr spannender Film, der mehrere Jahrzehnte der britisch-französischen Geschichte umspannt. Der europäischen Geschichte fast schon, ja. Ja, ich meine, es wird sogar die europäische Geschichte, sogar die deutsche Geschichte auch mit eingeflochten, auch wenn es natürlich in einer wunderbar historischen Art und Weise passiert, oder nur so um eine Durchblicksebene zu geben zu der jetzigen Zeit. Also, weil natürlich Deutschland, damals nicht Deutschland war, in der Hinsicht, was wir heute wahrscheinlich verstehen, würde ich mal behaupten wollen. Das heißt, das, was hier angesprochen wird in dem Film, ist natürlich wird ganz stark für die Personen gemacht, die den Film in 1930er Jahren erleben und eben, wie schon gesagt, eigentlich Nazi-Deutschland vor sich sehen und auch das Frankreich der Zeit und auch die Anspannung der Zeit, die es dann nach und nach stärker werden. Ja. Absolut, absolut. Also der Erste Weltkrieg oder beziehungsweise die politische Situation zu den 30ern sind in beiden Filmen, also das ist natürlich hochpräsent, auch war ja die letzten paar Jahre auch schon so in den Filmen, die wir da so besprochen haben. Ja, stimmt. Also es ist interessant, dass es immer mehr zum Thema wird. Ich meine, man kann sich vorstellen, warum, aber es ist natürlich... Ja, sorry. Nee. Es ist natürlich interessant, weil irgendwie, man muss auch sagen, dass dieser andere Film, der passiert auf einem Bühnenstück von Carl und Murphyn, dass dieses Bühnenstück hier 1919 wurde es erstmals aufgeführt, und es ist unmittelbare Vergangenheit, die eigentlich aufgemacht wird, mit Kriegsheimkehrern, also wie ich Krieg nach dem Ersten Weltkrieg, direkt darüber gesprochen, was es heißt am Ende des Stückes, wenn dann der Geliebte zurückkommt und hier eine schwere Behinderung mit sich bringt, sozusagen, und oder generell, weil, wie der Lawrence Quirke auch schreibt in seinem Buch zu No More Heroes, dass etwa dieses Theaterstück eigentlich massiv einen Zeitgeist mit sich bringt, mit dieser Idee, wie kann man mit den Geistern, mit dem Tod an sich umgehen. Und das Spannende ist tatsächlich diese drei Verfilmungen, die es in diesem Stück gibt, nämlich 1922, direkt nach dem Stück, auch von Sidney Franklin in einer Stummfilmverfilmung mit jener großen Stummfilmschauspielerin, wo ich nie weiß, wie die heißt, Norma Talmadge, glaube ich, also die große Stummfilmschauspielerin, wo ich gerade einfach nicht weiß, wie sie heißt. Also ich kenne den Namen, aber ich kann sie nicht aussprechen, und ich habe mich nicht im Griff weite. Genau, 1922, was eben nochmal diesen Bezug auf die Erste Weltkrieg gibt, und diesen 1932er Film mit der wieder David Quirk macht den Spagat zur Great Depression. Ich würde ja sagen, da ist der Schatten vom Ersten Weltkrieg noch immer spürbar, und eben der Schatten, der aufbäumende Turm, der sich vor allem sich nie mehr zeigt vom Zweiten Weltkrieg, und 1941 von Frank Borsage, interessanterweise einem Filmregisseur, der Regisseur, den wir so am öftesten schon begegnet ist in diesem Podcast, wo es auch um wo natürlich der Zweite Weltkrieg dann durchpocht einfach. Und ich weiß nicht, das ist faszinierend eigentlich, diese Art und Weise, wie dieser Film, dieser Text sich immer wieder mit Tod beschäftigt, weil Tod ist in dem Film tief drinnen. Es knüpft an Gothic Literature, eigentlich könnte man fast schon sagen. Beginnt auch in dem 1900, beginnt eigentlich, wenn man sich die ganze Phase, die ganze Geschichte anschaut, beginnt es, glaube ich, 98, aber die erste Handlung ist eigentlich 68, wenn man den Flashback beachtet, nämlich den Tod der Geliebten von Sir John, der unser Protagonist ist. Und Sir John beginnt einfach in der ersten Einstellung direkt mit seiner verstorbenen, verflossenen Liebschaft von vor 30 Jahren zu reden, und die als tot ihm erscheint, ohne dass er es bemerkt natürlich. Also er kann sie nicht sehen, aber es ist dieser Geist, er wird heimgesucht wirklich von dieser Vergangenheit, die er einfach nicht loslässt, die er nicht loslassen kann, dass wir ihm diese Ebene vom Tod, der einfach immer präsent ist. Und
er lässt sich auch, öffnet sich auch nicht zu dem Leben eigentlich. Und dass sein bester Freund will eigentlich versuchen, das zu verhindern, dass er sich nur schließen will, er helfen, nur dass er sich öffnet ihm wiederum. Also Dr. Owen, sein bester Freund, will ihm, bringt ihn jetzt nun die Nichte seiner verstorbenen Frau, deren Eltern bei einem Schiffunglück ums Leben gekommen sind, und versucht ihn zu überreden, dass er sie in sein Herz nimmt und in sein Haus aufnimmt. Was er dann tatsächlich auch tut, und das ist so der Beginn, wo nun eben diese von Norma Shearer gespielte Kathleen auf einmal zum zentralen Figur wird des Filmes, die dann im seht ihr später in einem ähnlich verlassenen Haus, das wieder von Geistern heimgesucht zu sein scheint, nämlich mit Spinnenweben und ähnliches. Es ist Gothic Literature, wie gesagt. Also es ist, und man nur alte große Gemälde von irgendwelchen großen Männern sieht oder dergleichen, während zerrissene Einladungen von eben gerade dieser Hochzeit von Sir John und seiner geliebten Dämonin. Irgendwie alles steht still und irgendwie dreht sich nichts weiter. Der Tod ist überall einfach. Und dort begeht sie dann der einzigen großen Liebe von ihr. Ich kenne es Wayne, dem Sohn von Jeremy Wayne, der dort gewohnt hat. Der Jeremy Wayne, der aber ein großer Gegenspieler von Sir John war, und der letztendlich seine Liebschaft und die Liebe von John versehentlich erschossen hat oder ermordet hat. Und das ist der Grund, warum nun eben Sir John sagt, nein, mit dem darfst du nicht, mit dem Mann sollst du nicht, mit diesem Verräter, mit diesem Hund sollst du nicht irgendwie auch eine Beziehung eingehen, überhaupt nicht in der Nähe kommen. Also er verbietet ihr, diese große Liebschaft zu sehen, knapp bevor diese Liebschaft wiederum in den Krieg zieht. Und wiederum, der Tod überall, der Tod lässt uns nicht los. Und das ist, glaube ich, die Stärke dieses Filmes, dass selbst in den kleinsten Details dieser Tod ins Melodrama immer wieder hochkommt. Entweder als großes Bild, wie etwa Geister, die ja noch herumspuken wirklich, über Bilder, die einfach die klassische Gothic Literature evozieren mit eben Bildern, die wir eigentlich aus Vampirfilmen fast schon kennen würden, also Dracula in fast derselben Zeit natürlich. Ähnliche Räumlichkeiten sehen wir da in diesem Wayne's Haushalt. Aber genauso natürlich, das ist wirklich einer der besten Momente des Filmes, die immer wieder kommt, das Zittern von Gläsern, von Fensterscheiben, weil sie einfach die Bomben hören und die Kanonen hören, die großen Kanonen, die jenseits des Kanals in Frankreich geschossen werden. Dass man das immer wieder hört und das Donnern einfach Kilometer, hunderte Kilometer entfernt immer hört, weil man den Krieg, der einfach eindringt in den Alltag. Sie sitzen bei einem Kaffeehaus, versuchen sich hier in eine Fantasie zu fliehen, wo sie nicht von Sir John irgendwie von ihm eingenommen werden. Und dort, der Krieg, der ist droht und er wird kommen und er ist eigentlich schon da. Und sie wissen, Kenneth Wayne, dass er einfach nun bald einrücken muss, dass er bald an die Front kommt. Und das ist das, was, glaube ich, sowohl dieses Stück ausmacht, als auch irgendwie diesen Film ausmacht. Dass es eigentlich etwas ist, was so sehr den Zeitgeist mit sich bringt von einer Generation, die irgendwie von einem Leiden ins nächste schlittert. Und ich glaube, da hat Sidney Franklin und eben auch die Autorinnen des Stücks, vor allem die Drehbuchautoren, die das adaptiert haben, Ernest Watcher und Claudine West, eigentlich genau den Zahn der Zeit ganz genau getroffen. Und ich weiß nicht, ob so ein Film wie Henry VIII irgendwie auch den Zahn der Zeit treffen konnte. Das ist ein, wie du sagst, Kostümstück, wo es einfach nur um Kostüme geht, um große Männer, die ihre Frauen ermorden, weil sie es können. Die anscheinend Sympathieträger sind. Sie sind eben nicht, ich hab's gesagt, Sympathieträger. Also, okay, also deine Frage ist quasi, oder du sagst, oh, mein Film ist viel aktueller als deiner, dein Film hat nicht so den Zeitbezug, oder also. Es könnte sein, dass ich mich ein bisschen in den Schleif geredet habe und dann versucht habe, irgendwie eine Brücke zu teilen. Könnte es sein, aber lassen wir mal die Fragen genau so im Raum stehen. Na, kannst du schon mal antworten. Ich meine, eigentlich haben wir es ja gerade schon besprochen, dass mein Film in Anführungszeichen, also Private Life of Henry VIII, schon auch sehr aktuell ist und eben direkt die, keine Ahnung, Konflikte zwischen Deutschland und Frankreich, was auch immer, also Erster Weltkrieg und aktuelle politische Situation zu den 30ern, Rolle Deutschlands, also schon direkt, naja, nicht direkt, aber indirekt direkt thematisiert. Also ich würde sagen, beide haben einen sehr hohen Aktualitätsbezug, nur ist deiner direkter und weniger subtil als mein Film, weil mein Film eben ein Periodenstück ist, wo das natürlich deswegen nicht ganz so direkt, sondern eher auf der metaphorischen Ebene geschieht.
Ja, so. Also das Argument von wegen Smiling Through ist viel aktueller als Private Life of Henry VIII, das lasse ich nicht gelten. Ach, nicht? Nee. Ich muss aber also ganz kurz sagen, es stimmt schon, ich gebe dir recht, dass da schon auch ein paar schöne Elemente dabei waren bei Smiling Through. Also dass diese ständige, konstante Bedrohung, die irgendwie immer näher kommt oder wo man weiß, dass die da ist und dass dieses fast schon an ein Erdbeben erinnernde, aber natürlich irgendwie durch Bombardierung entstehende konstante, fast schon leise Rütteln, das ist schon ein ziemlich gut umgesetzter Bedrohungscharakter. Also das haben sie sehr gut gemacht. Ja, also ich habe mich da ein bisschen an, ja, ich weiß nicht, wollte jetzt fast sagen, der weiße Hai hat gefühlt, aber weil die das dann viele Jahre später musikalisch auch ähnlich versucht haben umzusetzen, so ein bisschen, also ich schweife jetzt ab, aber also stimmt, das war sehr gut gemacht, das atmosphärisch, ich meine, für top. Ja, und das Interessante ist auch, ich habe schon gesagt, dass Richard Franklin ja auch das Original, also die erste Film, inszeniert von 1922, und ich würde sagen, dass es faszinierend ist, dass einfach dieser Film dann sozusagen so viel subtiler ist diesbezüglich und so viel besser, dass es den Punkt bringen kann. Vielleicht mit der Möglichkeit, dass man einfach ein paar Jahre hat, um das sitzen zu lassen, um eine Metapher zu finden oder ein Bild, einen Aspekt zu finden, der irgendwie das fassen kann, diese konstante Bedrohung, die einfach über einen wirklich hängt. Und in den 1920 ist das auch ein Narrativ, ja, wie das aufgebaut ist, auf verschiedenen Ebenen. Klappt das tatsächlich bei weitem nicht so gut, muss man was sagen. Also ich habe den 20er Film tatsächlich nur zur Hälfte geschaut, muss ich auch sagen, aber ich kann schon sagen, dass der 1932er wesentlich besser ist darin, die einzelnen Versatzstücke der Geschichte sehr subtil miteinander zu verweben. Und dass hier es dann auch darum auch besser funktioniert, diesen Aspekt des Todes, der einfach hier konstant über einem hängt und jetzt halt im Alltag reinbrechen kann, dass es eigentlich wesentlich intensiver wirkt, könnte man sagen. Ich glaube, ein gutes Beispiel hier ist etwa, dass für die Art und Weise, wie einfach der Film das macht, dass er einfach so subtil geschichtlich aufgebaut ist, ist natürlich die Sache, dass wir einfach hier in Sandhausgefilmen etwa ganz geschickt von Zeitperioden überspringen und wie ich fließen eigentlich fast schon, in eine Zeitperiode nicht zu fließen. Das finde ich ist wirklich unglaublich wunderbar gelöst mit etwa der Art und Weise, wie etwa am Anfang fast in zwei Stücken von der ersten Begegnung von Sir John Kathleen zu ihrem ersten Geburtstag, den sie dort feiert, dem fünften Geburtstag ihres Lebens, hin zum Jahr 1915 fließt. Das redet fast schon an sowas wie Karl Atlas, der genauso klug ist darin, die Zeiten ineinander zu verweben. Aber na, ich muss sagen, das ist ein perfektes Beispiel, wie geschickt Schnitte funktionieren können in Bezug auf Zeiten. Und das ist aber nochmal intensiviert worden, im Moment, wo zum Beispiel Sojourn beginnt zu erzählen, was eigentlich passiert mit seiner geliebten Frau. Und da ist tatsächlich der Moment drinnen, wo die Kamera einfach von ihnen, wie er beginnt zu erzählen, nach rechts fährt und wir einfach in den Garten schauen, wo das Ganze passiert. Das heißt, noch innerhalb derselben Einstellung wird hier ein Zeitsprung, ein Flashback ermöglicht. Das ist wirklich gut gelöst und zeigt einfach, dass die Autoren der Adaption ganz genau wussten, wie sie das aufbauen müssen. Entweder weil das Theaterstück schon so gut gelungen war und es 1920 wirklich gut umgesetzt worden ist, oder weil sie es nun für sich gefunden haben, was im Original nicht vorhanden war in der ersten Filmung. Und ich glaube, dass es auch mit dieser Hinsicht, wie da eben die Rolle des Krieges eine bessere Rolle spielt. Im 1920-Verfilmung ist Kenneth Wayne einfach so nach Hause gekommen in seiner ehemaligen Heimat, er war in den USA gekommen, einfach so, ohne Grund. Und so, oh, jetzt ist Krieg, hoppla, jetzt werden wir eingezogen. Okay. Im 1932er hingegen entscheidet er sich, freiwillig in die britische Armee zu melden und geht deswegen nach Großbritannien zurück. Und das ist doch eine wesentlich interessantere Art, diese Figur einzuführen, die eigentlich sich wirkt für, die dann in diesem Moment, wo sie nun ihre große Liebe kennenlernt, plötzlich damit konfrontiert ist, dass sie jederzeit sterben könnte. Und das ist eine interessante Art, das darauf einzuführen. Und wir wissen auch zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht, was eigentlich das Problem ist von Sir John, der erst Mitte des Textes beginnt, darüber zu reden, was eigentlich mit Monin passiert ist. Und das ist etwas, was in der Schwungbewegung-Adoption viel früher passiert eigentlich schon. Oder viel früher schon hingewiesen wird, was das Problem ist. Und das klappt einfach nicht so gut. Und ich glaube, das ist aber auch so ein Punkt, wo ich sagen würde,
dass dieser Film, das meinst du, deswegen tatsächlich besser funktioniert, narrativ gesehen, als nur das Henry VIII. Weil Henry VIII ist, also Private Life of Henry VIII, ist tatsächlich ein Film, der aus Versatzstücken, genauso wie im Swine's Shoe, zusammengestückelt worden ist, aber wo die Verbindungslinien dieser Versatzstücke nicht ganz so klicken, könnte man sagen. Ich finde, dein Film ist viel episodischer und kann es schaffen, dass die Episoden zu einem großen Ganzen zu machen. Es ist einfach ein kurzer Moment, wo wir verschiedene Episoden von dem Privatleben von Heinrich VIII. Kennenlernen, und das ist es einfach. Von verschiedenen Beziehungen, die er erlebt zu dem Zeitpunkt. Ja, ich meine, diese episodische Struktur, klar, die ist vorhanden, aber die ergibt sich natürlich auch allein aus der Tatsache heraus, dass es ja von vornherein schon klar ist, dass es hier um, ja nicht sechs, weil eine Frau wird komplett ausgespart, aber fünf oder eigentlich hauptsächlich drei, aber drei bis fünf Frauen geht. Und das sind eben Perioden, also Zeitpunkte, zu denen Henry mit denen verheiratet war. Das sind eben so bereits im Vorhinein bestehende Perioden, anhand derer sich entlang gehangelt wird und die auch relativ, zumindest für geschichtsversierte Menschen, relativ bekannte Episoden der Zeitgeschichte sind. Ja, also du hast schon recht. Aber ich finde, er arbeitet sich hier total ab daran. Er arbeitet sich dran ab, ja. Man schaut einfach die erste Ehe an, die hergezeigt wird, nämlich die zweite Ehe von Henry VIII, die einfach wirklich. Nee. Es wird ja schon. Es wird schon aufeinander Bezug genommen. Und die Personen werden schon relativ früh eingeführt. Also die, Catherine, seine fünfte Ehefrau, die kommt ja schon relativ früh vor, und dass die miteinander kokettieren und so. Es dauert ja recht lange, bis die heiraten. Beziehungsweise der Film steigt ja direkt mit dem öffentlich zur Schau gestellten Köpfen von Anna Boleyn, Heinrichs zweiten Ehefrau. Also damit fängt der Film an, und da ist schon so ein bisschen eine Ellipse, die dann hier aufgemacht wird zum Ende des Films, wo eben seine fünfte Frau geköpft wird und dann das gleiche Pärchen da wieder im Publikum ist und sagt, oh, jetzt haben wir bessere Plätze und was auch immer. Also da ist schon direkte Bezugnahme aufeinander, und es wird hier vielleicht ein bisschen das, wie soll man es nennen, das ewig zirkuläre Perpetuum mobile der menschlichen Zeitgeschichte zur Schau und auch ein bisschen ausgestellt, also sich darüber lustig gemacht, ein bisschen natürlich. Also weil irgendwie die Absurdität von diesem ganzen Zeitgeschehen und diesen doch menschlichen Konflikten, wo es vielleicht teilweise so ein bisschen den Anspruch gibt, ja, auch eigentlich wären die auch ganz leicht zu lösen, und andererseits aber immer so ganz alberne menschliche Triebe oder Vorstellungen dazwischen kommen. Also letzten Endes wird hier im Zwischentext, ich weiß nicht, wenn ich ein bisschen konfus rede, aber wird sich ja schon auch ein bisschen über die aktuelle politische Situation, da ist sie wieder, moniert und lustig gemacht und irgendwie der Spiegel vorgehalten und gesagt, naja, hey, eigentlich, ha, guck mal, was für ein albernes Theater das ist. Ja, könnten wir da nicht irgendwie das anders lösen? Weil letzten Endes geht es ja, und das ist Henry VIII, geht es ja uns allen irgendwie nur um, ohne es überzustrapazieren, aber ums Geliebtwerden, Anerkennung, was auch immer. Und letzten Endes ist das, was wir tun, ja, mea maxima culpa, also unsere größte Schande. Und wir sollten irgendwie schauen, dass wir es verhindern. Ich war jetzt ein bisschen konfus, aber ich finde, dass da schon recht viel im Subtext ist und dass dieses Episodische recht elegant zueinander in Bezug gestellt wird und es eben ein riesengroßes, extrem gut funktionierendes Bindeglied ist, das uns da durchführt. Und das ist eben Charles Laughton, der Heinrich den VIII. Spielt. Ja, in all seinen Facetten, in verschiedenen Stimmungen, von irgendwie arrogant bis hin zu erbärmlich bis notgeil, you name it. Also da ist extrem viel drin. Und deswegen funktioniert der Film sehr gut, obwohl er tatsächlich, da gebe ich dir recht, auf der Oberfläche schon ein bisschen episodischerer Natur ist als Smiling Through. Das ist natürlich dahingehend, dass, wenn du jetzt schon darum redest, geliebt werden. Ich glaube, das ist auch ein Element von dem Episodischen, dass der Film nicht genau weiß, wie Laughtons Henry VIII präsentieren möchte, mit welchen Gefühlen wir ihn aufladen sollen. Sollen wir ihn ausstellen? Soll er eine absurde Figur sein, über die wir lachen können, die bei Hof sitzt und währenddessen gleichzeitig rübst und dergleichen? Soll er eine liebenswerte Figur sein? Soll er eine Figur sein, die verletzt ist, eigentlich nur geliebt werden möchte?
Und, oder soll er ein witziger alter Mann sein? Aber selbst da, ja. Also ja, klar, aber die zentrale Aussage des Films oder eine der zentralen Aussagen ist ja, dass ich das nicht widersprechen muss, dass das keine Gegensätze sind, sondern dass das alles dazugehört. Mhm. Und diese verschiedenen Perspektiven, ich weiß, ich liebe zu sagen, oh, verschiedene Perspektiven anschauen, cool, aber in diesem Fall macht es wirklich Sinn, also dass es hier darum geht, diese vielen verschiedenen Perspektiven erstens zu sehen und auch auszuhalten und irgendwie anzuerkennen, ja, das gehört alles dazu. Also klar, Heinrich der VIII. Hat viele irgendwie alberne Charakterzüge, aber ihn deswegen komplett als blöden Heini abzustempeln, das würde ihm auch nicht ganz gerecht werden. Also, als blöden Heinrich, genau. Ja. Und darum geht es im Film. Diese Vielseitigkeit, vielleicht zu sagen, eh, ich weiß nicht, auf den sich anbahnenden Zweiten Weltkrieg bezogen, ja, die Deutschen sind idiotische Arschlöcher, aber irgendwie muss man die ja nicht ernst nehmen, aber muss irgendwie mit denen umgehen, um da Schlimmeres zu verhindern. Ich weiß es nicht, aber es ist ein sehr reicher Subtext. Hier, da. Ich wollte eigentlich darauf hinweisen, dass eigentlich der Text sehr stark, also ich glaube trotzdem, dass hier Paradoxien aufgemacht werden oder hier Spannungen aufgemacht werden zwischen verschiedenen Elementen, die aber ich bin mir halt nicht ganz sicher. Ich glaube, es gibt gewisse bewusst zu machen, aber mit einem Problem, dass dann das Rattenschwanz sich aufzeichnet. Er macht was auf, was er eigentlich auch machen möchte eigentlich. Nämlich zum einen nur sagen, ich glaube schon, du hast schon recht, dass es eine Figur ist, was ich am Anfang gemeint habe, er ist vielleicht kein Sympathieträger, aber irgendwie ist es diese Menschlichkeit, die hier im Vordergrund steht. Das ist auch etwas, was wir mit Alexander Cardo, Korda, direkt benennen können, weil das ist das, was er eigentlich machen wollte. Also Korda sagt auch in einem 1934-Interview schon, dass es ihm darum geht, etwas herzuzeigen, wie man was Menschliches ganz einfach. Also es geht nicht darum, Geschichte so darzulegen, wie es Geschichtsbüchern ist, sondern es muss etwas sein, was intim ist, was etwas direkt ist, dass es so ist, just like you and me, also diese Idee, dass the feeling that the people in the film, despite differences of time and circumstances, are just like you and me, wie hier im Korda selbst sagt, diese Idee, dass wir nicht durch die Kostümierung, die wortwörtliche, hier nicht mehr sehen können, was eigentlich, wie menschliche Figuren eigentlich sind. Dementsprechend kann man so sagen, es ist schon natürlich der Fall, dass wir hier das Positiv sehen sollen irgendwie. Also nicht das Positiv. Nein, nicht positiv. Dass wir ihn als Protagonisten wahrnehmen, der durchaus, uns Sympathie vielleicht nicht, aber wir das Menschlichkeit anerkennen müssen. Genau. Und, also im Menschsein ist nicht einfach, ist nicht so eindimensional. Da gehört viel dazu und deswegen ist dieser Film im Vergleich zu Smiling Through vor allem einfach der unbequemere, sperrigere und ich würde auch sagen wertvollere Film. Ich würde sagen, dass der Film halt das Problem hat, dass er gleichzeitig extrem einen nationalistischen Kern hat. Das ist Greg Walker zum Beispiel, ein Historiker, der ein zentrales Buch zu dem Film geschrieben hat, herausgearbeitet hat, nämlich dass die Figur in seiner Art sehr stark diesen John Bull-Charakter nimmt. Das ist das Ähnliche wie Uncle Sam, gibt es John Bull, der so ein bisschen zum Aristokratischen hinschielt, aber gleichzeitig durch seine Art wesentlich standfester ist und viel stärker dem Volk nahe ist. Das heißt, wir haben hier so einen Wunsch danach, eigentlich fast schon diese Verschiebung, dieses Zusammenkommen vom Aristokratischen und Proletarischen, dass man ihn gleichzeitig gegenseitig erkennen kann. Also das hat auch Sue Harper zum Beispiel genauso beschrieben, Aristocratic Proletarian Alliance, dass man hier machen soll, dass sich zum Beispiel die Figuren niederschlägt, wenn zum Beispiel dann die Bediensteten darüber reden, wie menschlich doch er ist und was ihm alles zugefährt und dass das eigentlich die Politik endlich loslassen soll, etc. Und das ist auch dahingehend interessant, weil natürlich für uns eigentlich Henry VIII mehr oder weniger der Bezugscharakter ist, mit dem wir alles hören. Wir hören seine Meinungen dazu, dass sich Deutschland und Frankreich gerade wieder im Streit befinden, dass die beiden so großzügig sind mit den Besitztümern der anderen gegenüber, um sie zu schenken, um anzubieten dem Land England als Möglichkeit, wenn sie doch hier mitmachen. Das heißt, sie sagen, hey, wenn du willst, kriegst du Frankreich das und das. Wenn du mit Deutschland hier den Pakt schließt, dann kannst du da diese Länder reinhaben und umgekehrt genauso auch. Das heißt, es ist eine Figur, die ganz klar hier Kritik äußert, hingegen gegen die Politik und dem Schein der Politik zum einen. Ja, und dass das hier so eine Idee von Standfestigkeit, eine harte
klare Linie, die auch dazu führen soll, dass man eben hier ganz stark mit Klarheit in die Politik reingeht, wie ich so sagen soll. Und hier geht es auch ein bisschen um Militarismus, ein bisschen reinkommt, so, dass man Schiffe bauen muss, etc. Das sind so kleine Zitate, die Lux halt, die ganz stark auch dazu geführt haben, dass zum Beispiel die Tories, die konservativen Tories, den Film natürlich extrem geliebt haben und unter anderem Churchill, Winston Churchill, ein großer Freund geworden ist von Coaba. Was ich eigentlich faszinierend ist, muss ich einfach nur in den Beiwerk einwerfen. Churchill hat wirklich Drehbücher geschrieben für Koala. Zwei Stück. Ich weiß nicht, das ist absurd. Hat zwar nie müssen verfilmt worden, sind nie verfilmt worden, aber irgendwie die Idee, dass diese Figur, dieser Regisseur, auch mit Winston Churchill per Du war, mehr oder weniger. Irrsinnig, das hat er Fußnote, das hat eine Geschichte. Das heißt, wir haben hier einen Film, der stark mit so einem britischen, nationalistischen Charakter, konservativen Charakter, Raumkorb von Nationalstolz etc., der nicht mehr in diesem Adelsdenken verhärtet ist und vielmehr so Bodenständigkeit präsentiert, die gegen die Politik ist, die gegen diese Art von dem Schein der Politik ist. Und das ist sozusagen das, wo sie uns abholt, mehr oder weniger als große Figur. Gleichzeitig haben wir dann das Problem, wenn wir das so aufmachen, dass der Film irgendwie misogyn ist. Misogyn ist, ja, weil der Film eigentlich seine Frauenfiguren allesamt, bis auf vielleicht eine, eher sich merkwürdig zeichnet. Und zwar gegen geschichtliche Akkuratität in jeglicher Hinsicht, muss man auch sagen. Also wir können durchaus sagen, ja, er zeigt alle Facetten dieser Figur, das ist das Henry VIII, wo dieses moderne Bild von Henry VIII, das neue geschichtliche Bild von Henry VIII, das natürlich auch fragwürdig ist, wie weit das akkurat ist. Wobei ich durchaus sagen kann, Henry VIII ist eine Person gewesen, die auf jeden Fall zum Beispiel seine Maskulinität stark in den Vordergrund gestellt hat. Auch schon in seiner Lebenszeit. Also das bekannte Bild von Holbein, dem Jüngeren, ist gespickt von Elementen der Virilität und des Hinweises, wie männlich er doch ist. Also im Sinne von wirklich potent männlich. Vor allem zu einem Zeitpunkt, wo es Schwierigkeiten gab bezüglich eines männlichen Erbes und wo er auch schon eine, glaube ich, Reitunfall hatte, wo er gar nicht mehr gehen konnte, so richtig und dergleichen. Also das heißt, wir haben hier so eine Figur, die ganz mächtig sich präsentiert, vor allem auf politischer Bühne, aber vor allem auch im Zusammenhang mit seiner Maskulinität und seiner Sexualität, was sich durchaus durchschlägt, finde ich, in dem Film. Also das heißt, wir können sagen, dass Henry VIII selber schon sehr stark daran gearbeitet hat, einen Mythos um sich herum zu schaffen. Und gleichzeitig haben wir dann im Umkehrschluss halt Frauen, die als dumm dargestellt werden und sehr wörtlich als dumm dargestellt werden, so auch benannt werden. Nicht an einer Stelle bei der dritten Frau, das mich ausgebessert, das war natürlich die dritte Frau, die ich gemeint habe, wo ganz klar hervorgehoben wird, man soll doch bitte dumme Frauen heiraten, aber weniger Stress. Und er reiteriert das nochmal später und sie wird auch genauso ausgestellt. Es gibt dann diese große Liebschaft, die Catherine, die eigentlich ein Start im Film ist, macht so eigentlich 180-Grad-Drehung. Am Anfang ist sie, könnte man sagen, sie ist interessant, weil sie intelligent ist und überlegt, wie kann sie zur Krone kommen. Und das schafft sie dann. Und dann merkt sie, ach, aber meine Liebe verliere ich dadurch. Oh nein, oh nein. Also irgendwie, sie wird von einer irrsinnig faszinierenden Figur zu einer etwas öden Figur, würde ich sagen, die einfach passiv ist und auch recht rasch dadurch in den Tod kommt, zu der letzten Ehefrau, die einfach nur eine Nagging alte Ehefrau ist, die einfach nur nagt. Das ist nicht das Einzige, wie sie charakterisiert wird. Sie hat zwei Szenen und eine Szene, den netten Eindruck, den wir haben, ist also, nur Nagging. Also ja, das, ja, okay, aber sagen, gut, das also ist die einzige. Ich würde sagen, der Film dafür, dass er so einen komplexen Charakter aus Henry James macht, bleibt er extrem sexistisch in der Hinsicht, wie er Frauen darstellt. Ja, okay, also bei der letzten, bei der letzten Frau ist diese Nagging-Szene, wie du es genannt hast, ja im Prinzip die einzige Szene, die wir so kennen und haben, oder die Aufschluss über ihren Charakter gibt. Es gibt auch eine zweite davor, wo sie ganz liebevoll mit den Kindern umgeht. Das ist ja die Art und Weise, wie sie vorgestellt wird. Ja, also, okay, ich sehe, was du meinst, und man kann sich drüber streiten oder sich drüber unterhalten, ob das misogyn ist. Ja, ist es vielleicht. Ich finde, Ich finde, ist es vielleicht. Ich finde, das war nicht lustig. Ja, weil ich finde, also die wahrgenommene Misogynie würde ich eher woanders sehen, weil im Prinzip sagst du, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die Frauenfiguren hier eigentlich eher so ausstaffierendes Beiwerk sind, die so eigentlich, okay, vielleicht schon eigene Motivation, Handlungstrieb haben und so, aber der nicht richtig zur Geltung kommt. Ich will eigentlich genau das Gegenteil behaupten, dass sie sind Nebenfiguren, die Hauptfigur ist schon Heinrich VIII., aber all diese Frauen
versuchen und tun das, zumindest bis zu einem Zeitpunkt, bis sie entlarvt werden oder teilweise gelingt ihnen auch darüber hinaus, Einfluss auf Heinrich auszuüben und manipulieren oder kontrollieren ihn eigentlich. Das, also die Anna Boleyn am deutlichsten und Catherine auch, also die nehmen ihn nicht ernst, sondern die spielen ein Spielchen mit ihm. Und ganz zum Schluss die Ehefrau, die ihm ja vorschreibt, was er tun darf und nicht und sagt, naja, jetzt isst du aber kein Hähnchen mehr. Und in ihrem Beisein traut er sich dann auch gar nicht, das Hähnchen zu essen. Also die kontrollieren ihn ganz massiv und tun eigentlich, was sie möchten. Also ich will am ehesten noch sagen, dass diese Frauen hier so vielleicht ein bisschen überzeichnet aus seiner Perspektive hier so als Antagonisten zu seinen Interessen so dargestellt werden. Das natürlich nicht realitätskonform ist, aber die nicht irgendwie ohnmächtige oder ja-sagende oder was auch immer nur gleichbleibende Charaktere sind. Ich würde sagen, dass zum Beispiel ein Beispiel von Catherine dargestellt wird, dass eigentlich sie wird gezeigt, ohne zu sein Beisein. Sie wird nicht aus seiner Perspektive gezeigt, sie wird aus ihrer eigenen Perspektive gezeigt. Und wer jetzt? Entschuldigung? Catherine, die fünfte Frau, die Catherine Howard, wird eigentlich immer gezeigt als, Scheming ist ein bisschen zu hart, ich würde sagen, als intelligente Frau, die weiß, was sie zu tun hat, um ihren Willen durchzusetzen, und das ist die Krone. Und man kann das jetzt nur natürlich als femme fatale sehen und so, aber so wurde sie gar nicht so inszeniert, würde ich sagen. Sie wird nicht als boshaft gezeigt, aber sie wird als, ab dem Moment, wo sie die Krone hat, dann extrem passiv runtergebrochen. Weil ich glaube, das ist die Sache. Man kann nicht sagen, dass es seine Perspektive ist, wenn sie gezeigt wird, jenseits von dem, was er sehen kann. Ja, man kann auch darüber hinausgehen, dass ich würde sagen, hier wird einfach das Bild reproduziert von dem, wie einfach diese Frauen im Leben denunziert worden sind oder in dieser Geschichtsbücher dieser Zeit. Wir haben das im Vorfeld ja auch mal hervorgehoben, dass zum Beispiel natürlich die Anne Boleyn, der zum Beispiel hier ganz klar etwa einfach nur hier hingerichtet wird, nicht für Gründe, die nicht existieren, sondern nur für Gründe, die man irgendwie sich ausgedacht hat zu dem Zeitpunkt. Und wir können sagen, das ist teilweise durchaus mit einer Prise Humor passiert das, wie es etwa eben der Dings macht, der Korda darlegt, aber ich glaube, oftmals passiert das, ohne dass es bemerkt wird, wie viel Sexismus noch bestehen bleibt oder wie sehr die Frauenfiguren noch immer in diesen Narrativen gefangen bleiben, die wir hier aus der Geschichtsbibliothek herausgenommen haben. Ja, genau, aber sie werden eher so als böse, manipulative Gegenspieler gesehen. Also Perspektive von Heinrich dem Achten. Jane Seymour ist keine böse Gegenspielerin, Jane Seymour ist der Ehefrau. Ja, okay, sie ist die Einzige, die aus der Rolle fällt. Sie, anders, stimmt schon, aber alle anderen. Anne wird auch nicht mal für Gegenspielerin gezeigt. Das ist die Sache, das ist so eine eigenartige Art und Weise. Sie wird ja nur gezeigt zu ihrem Tod, der in expliziten Zynismus gehüllt wird und getaucht wird und getrunken wird eigentlich. Diese erste Anfangsszene, der Opening, das ist ja faszinierende Szene, wo wir konstant gegenüber geschnitten werden zwischen der zweiten Frau und der dritten Frau. Die zweite Frau, die kurz vor ihrer Hinrichtung steht, und die dritte Frau, die kurz vor ihrer Hochzeit steht. Und sie reden die ganze Zeit in einer Art und Weise, die zeigen, wie absurd die Szene ist, wie absurd diese ganze Situation ist, könnte man auch sagen. Wo einfach dieser Mann so viel Macht hat, dass er einfach wirklich seinem sexuellen Drive alles unterstellt, mehr oder weniger. Und wir können sagen, das passiert teilweise auch wirklich in Worten, die wirklich perfekt genutzt werden. Zum Beispiel, es gibt eine Szene, wo Anne Boleyn sagt, sowas in Richtung von, ach ja, es erinnert mich an meinen Hochzeitstag, und gleichzeitig ist es der Hochzeitstag von ihm, das Jane Seymour. Ja, it's a wonderful day, sagt sie, glaube ich. Das ist dann der Moment, wo es wirklich ganz klar die Spiegelung ist. Da sagt die Anne Boleyn mit einer heftigen, mit so einer schweren Noten in ihrer Stimme, it's a wonderful day. Und darauf sagt die Jane Seymour in ihrer Dummheit, wie sie nur dargestellt wird, wie sonst wie, geht so, it's a wonderful day, wo es natürlich ihre eigene Hochzeit damit gleich kommen wird. Und natürlich ist das absichtlich gemacht. Aber gleichzeitig würde ich sagen, klappt das hier noch so gut, weil an der Stelle, finde ich eben, Henry VIII an der Stelle noch ausgestellt wird als jemand, der vielleicht nicht so toll ist. Was am Schluss aber nicht mehr gemacht wird. Und dann kippt es in der Hinsicht, dass einfach alle Frauen nicht mehr positiv dargestellt werden. Keiner von denen eigentlich. Alle sind irgendwie negativ. Und ich glaube, das ist dem Filmmachern nicht mehr so bewusst. Weil am Anfang ist ihnen sehr bewusst, was sie da machen. Er sagt sogar, am Moment, wo dann in der zweiten Szene die Jane Seymour schon verstirbt, der Geburt ihres Kindes, wird gesagt, the Queen is dead. Und darauf der Henry, oh, poor little Jane. God rest her soul. Where's the boy? Or where's the baby? Where's the prince? Also so
eine halbe Sekunde trauert er um seine Frau. Ja, eine genau. halbe Sekunde. Absolut, das zeigt aber einfach, sie ist auch die Einzige, die da rausfällt. Also sie ist die Einzige, die so passiv und dümmlich ist. Die anderen versuchen zumindest alle ihn zu manipulieren. Außer Anna Boleyn, da wissen wir es nicht. Ja, ja. Aber ich meine, historisch, wir wissen ja, was ihr vorgeworfen wurde. Und ich glaube, Heinrich beschreibt sie ja als cunning oder was. Also es wird schon angedeutet später, dass sie da irgendwie irgendwelche Intrigen spinnen wollte. Es wird halt, die historischen Bilder der Zeit machen das halt klar. Ja. So würde ich es halt sagen. Also ich würde sagen, sie wurde hingerichtet, weil sie keinen männlichen Nachkommen gezeugt hat. Ganz hart gesagt. Das wird aber, also wenn das angedeutet wird, dann nur sehr indirekt. Nee, ich meinte historisch gesehen, meinte ich nicht in dem Film. Im Film wird es nicht angedeutet. Okay, okay. Wobei im Film wird es auch nicht angedeutet, weil es wird ja schon hervorgehoben, dass er eigentlich mit ihm Nachkommen zeugt. Ich finde überhaupt, diese ersten Szenen sind sehr ähnlich wie House of Dragons. Ja, absolut, aber House of Dragon und auch Game of Thrones. Ich meine, Robert Baratheon ist ja letzten Endes Heinrich VIII. Also orientiert sich natürlich ganz stark an der Geschichte und vor allem britischer Geschichte. Na, vor allem die Zeitperiode. Es wird explizit an den 100-jährigen Krieg, wenn ich das im Kopf habe, der Game of Thrones. Weil ich das nicht kriegen früher. Nee, ich glaube, House of the Dragon orientiert sich am Rosenkrieg. Ja, aber das ist doch der 100-jährige Krieg unter anderem. Ist das der? Okay, ich bin nicht so geschichtsfest, da wirst du mehr Expertise haben, weil du das Ganze auch studiert hast. Ich glaube, der War of the Roses ist ein Teil, das wird als Teil des 100-jährigen Krieges bezeichnet. Aber ich kann mich doch irren. Kannst du schon, also, ja, kann schon sein. Genau, es wird als Nachspiel des 100-jährigen Krieges gesehen. Der 100-jährige Krieg ist von 1337 bis 1453 und War of the Roses beginnt von 1455 bis 1485. Das ist halt ganz stark miteinander verkettet, diese beiden Zeitperioden. Mhm, genau. Okay, ja. Aber das ist natürlich nicht Henry VIII, weil das ist natürlich danach. Nee, aber das ist ja auch House of the Dragon. Also, um bei Thrones relativ zu sagen, House of the Dragon, War of the Roses, Henry VIII, Game of Thrones. Es mündet dann direkt, ja, stimmt, es mündet direkt. Zeitlich. Ja, okay. Okay, da wir, ich meine, ja, trotz meines Studiums ist mir natürlich mein Wissen um mittelalterliche Geschichte extrem schwach ist beim frühen 19., weil ich mich ja mit anderen Zeitperioden mehr beschäftigt habe. Aber ich würde mal vorschlagen, wir tun auch hier schon mal unsere Mühen fallen lassen und vielleicht direkt unsere Meinung sagen. Außerdem müssen wir mal hier eine Konter. Nö, ist okay. Das war jetzt eh ein schöner Schlusspunkt davon. Was willst du sagen? Was hat dir besser gefallen? Ja, also es freut mich, dass ich hier das Gespräch darauf lenken konnte, dass wir fast ausschließlich über The Private Life of Henry VIII gesprochen haben. Aber wenn ich ehrlich bin und ich mich zwischen einem von diesen beiden Filmen entscheiden müsste, und das muss ich ja, will ich tatsächlich Smiling Through. Was? Das gibt's ja nicht. Ja, doch, tatsächlich. Einfach weil, also ich verstehe mich nicht falsch, ich fand Private Life of Henry VIII auch, ich weiß nicht, ob vorzüglich das richtige Wort ist, aber fand ihn auch sehr gut gemacht und revolutionär und interessant und spannend, aber Smiling Through perfektioniert das Spielen auf der emotionalen Klaviatur einfach so sehr, dass ich da wirklich beeindruckt war und ja, geweint habe ich nicht, aber fast schon Tränen in den Augen hatte. Klar, es ist so ein bisschen Pathos, aber er funktioniert einfach so gut, weswegen ich diesen Film mir tatsächlich ein bisschen bevorzuge. Ja. Faszinierend. Ne, es ist ja lustig, weil natürlich wir machen das einfach mit immer wir wählen sich selber auswählen, was das Schicksal entscheiden. Und der Witz ist der, ich habe mich schon geeignet, ach ja, schon zweimal in Folge kriegst du den Film, den wir beide besser finden eigentlich. weil ich dachte mir, wie bei Lady of Fire Day gegenüber Stage Bear, ist auch hier für mich Henry Ace einfach deutlich besser. Also ich kann sagen, ich habe viele Elemente, die ich jetzt meinen Schuh, wie ich schön finde. Also das, was ich schon erwähnt habe, sowohl die Art und Weise, wie die Geschichte ineinander fließt, was für einen Plus er sie einfach mitbringt, also zum Beispiel die Art und Weise, wie der Erste Weltkrieg der Schatten immer wieder auftaucht, das ist total schön gelöst und grundsätzlich, ich muss sagen, die Kameraarbeit ist groß. Ja, absolut, absolut. Ja. Total toll. Und ich muss auch sagen, dass die drei HauptdarstellerInnen, der Steve Howard, den ich jetzt so erwähnt habe, den Sir John spielt, und die Norma Shearer, die Kathleen, als auch die Monin spielt, also die Tante und die Nichte, und den Frederick Marsh, den Sohn Kenneth Wayne, also sein Vater Jeremy Wayne, glaube ich, jetzt spielt, und seinem Enkelkind Bruce Wayne natürlich genauso. Nice, das sind wir bei Christian Bale. Ach so, endlich sind wir angekommen.
eigentlich hier schon einige Sachen, die mir wirklich gut gefallen haben. Aber ich muss sagen, der Film fällt zusammen in den letzten 20 Minuten für mich. Er ist zu schnell am Ende. Er kann diese Pathos, wie du sagst, nicht gebührend austragen. Und das ist das, was wo ich wirklich sage, es fällt ein bisschen zusammen wie ein Kartenhaus, obwohl ich den Film trotzdem mag. Also ich finde ihn wirklich besser als sein Ruf ein bisschen und auch besser, wie gesagt, als die 1922 Fassung, die ich wirklich nicht sonderlich gemacht habe bis jetzt. Also ich habe nur die Hälfte geschaut, vielleicht wird es noch besser, kann so was sein, aber ich muss sagen, ich finde die 1922 Fassung deutlich interessanter diesbezüglich. Die 32er, ja. 32er, okay. Entschuldigung. Ja, genau. Ja, ich meine, also das, was ich vorhin gesagt habe, stimmt schon auch so. Ich würde schon auch sagen, Smiling Through ist der naivere Film oder der weniger komplexe Film und es wird auch schon sehr schön und glatt aufgelöst und grundsätzlich sind das Sachen, wo ich mich nicht immer so mit anfreunden kann, aber ich glaube, ich bin einfach ein hoffnungsloser Romantiker und irgendwie, also, naja, die Thematik von Vergebung und Sühne und Liebe übertrumpft alles und also finde ich einfach, bin ich irgendwie einfach offen für und ich glaube, da wird bei mir einfach ein Nerv getroffen und klar, ich bin mir sehr bewusst, dass das, wie gesagt, vielleicht sogar ins Naive gehender Pathos ist, aber I like it und einfach wunderbar gemacht, also ja, das, aber auch genau die Sachen, also mit dem ständig wiederkommenden Brodeln oder Beben, dass so die Bedrohung des Krieges, der sich anbahnt und der dann auch zur Fast-Katastrophe führen sollte. Ich finde das einfach, also ich war überrascht, wie gut das gemacht war. Ja, so, deswegen, man muss nicht immer dem Intellektuellen den Vorzug geben. ja, natürlich muss man es nicht. Ich würde ja sagen, dass ich glaube, der Film hätte mir besser gefallen, wenn er es irgendwie geschafft hätte, den entweder das Melodrama ein bisschen besser zu spinnen oder mehr dem Realismus, dem Naturalismus sich zuzuwenden. Ich glaube, diese Mischung aus beiden hat mir nicht ganz gefallen. Es gab so Szenen, die wirklich, wo das Brodeln der Gefühle wirklich großartig funktioniert haben. Aber ich muss gestehen, nachdem ich sie so gemacht habe in der DOC, Norma Shearer springt immer wieder von zwei Noten. Die eine Note ist wirklich perfekt, natürlich klare emotionale Hintergründe, warum sie das macht, hin zur Hysterie, so immer wieder. Und das finde ich ja, typisch überraschend. Entschuldigung. Heinrich, bist du da? das finde ich aber, ist echt eigenartig. Es gibt so Momente, wo eben genau das rauskommt, diese Idee von, dass der Mann gesetzt in den Tod geht, mehr oder weniger, also der Frederick March, und sie bricht einfach zusammen, was sie noch von ihr verstehen kann. Aber es gibt spätere Momente, wo sie versucht, also so ein schöner Moment, wo sie versucht, mit ihm zu reden, er ist nach Hause gekommen, er hat eine Kriegsverletzung, er sagt aber nichts dafür, er versucht alles zu tun, dass es nicht bemerkt wird, auch das ist schön gelöst, finde ich, weil wir sich hinsetzen, weil er kann natürlich zu lange stehen, und er hält sich mit irgendwie noch aufrecht, und dann lenkt er den Blick von ihr ab und sagt, es ist doch so schön, wenn man nur eine Liebe haben kann im Leben, wenn man so treu bleiben kann, über Sir John, mit der Implikation, dass er nicht mehr sie lieben würde oder dass es eine Fremdgegangen ist im Krieg, was beides realistisch ist. Und man sieht halt gleichzeitig ihn, wie er wegschaut und sie, die also im Close-Up, wo er im Profil ist und sie hinter ihm ihn direkt anschaut und wie direkt in ihr Gesicht reinschauen kann. Und es ist so großartig, wie hier die Emotionen sowohl in der Stimme von ihm durchdringen, als auch von ihr, während er versucht, so kalt wie möglich zu wirken. Und dann bricht sie auseinander und ist wieder hysterisch und schreit herum. Das ist so schade. Also es ist, da kommt immer was hoch und dann ist es leider jetzt unterbunden durch diese Hysterie, dieses Melodrama, was meines Erachtens eben nicht ganz so funktioniert, dieses Operettenhafte, was hier durch sein könnte. Und natürlich das andere, was ich auch irrsinnig eigentlich finde, ist eigentlich natürlich die Tatsache, dass wir mit zwei Dreiecksgeschichten haben, die gleichzeitig erzählt werden natürlich, mit Flashbacks, wo eben die zwei Hauptdarsteller immer vorkommen. Und es endet eigentlich damit, dass Norma Shearer ist die Figur, das Schlachtfeld, was umkämpft wird von den großen Männern und in beiden Fällen schaffen beide Schauspieler es irgendwann, sie zu erobern. Das ist so auch irgendwie eigenartig, könnte man sagen. Also, weil es natürlich im Vergangenheit ist der John, der dann im Tod mit Monin wieder verbunden ist und in der Gegenwart ist natürlich Frederick March als Kenneth Wayne. Ja, also okay, I see what you're saying, aber ich finde schon, dass die Beziehung zwischen Kenneth Wayne und wie heißt Norma Shearers Charakter nochmal? Kathleen? Oder ja, genau, dass das doch relativ,
gleichwertig dargestellt wird. Also ich hatte schon den Eindruck, dass die irgendwie so auf Augenhöhe stehen und sind. Das hatte ich bei der anderen älteren Beziehung nicht so. Mhm. Ja. Das verstehe ich auch immer. Ich will auch sagen, dass ich finde es auch wirklich gelungen eigentlich. Also dann fand ich auch die Art und Weise, wie sie beginnen zu daten, wunderbar. Also die erste halbe, dreiviertel Stunde hat mir wirklich exzellent gefallen. Also exzellent, dringend, war es sehr gut gefallen eigentlich. Und es bricht halt ein bisschen zusammen gegen Ende. Also ich find auch ihr Treffen am Anfang ist wirklich gut gelöst. Und auch spielerisch flirten sie einfach. Und das ist, man spielt einen Charme zwischen beiden Schauspielern und Schauspielerinnen total schön einfach. Und auch dieses gegenüber Winnie, der einfach ausgestochen wird, knallhart. Der war auch extrem humorvoll, dieser Figur. Also es ist wirklich gelungen. Und es ist halt so schade für mich, dass es dann am Ende nicht so aufgeht, weil die großen Emotionen halt dann immer übertrieben werden, aber nicht so, dass man nach 80 Minuten das verdient hätte, würde ich sagen. Aber das ist natürlich jetzt in erster Linie meine Perspektive hier auch, muss ich auch sagen. Ja. Und ich muss aber, okay, Entschuldigung. Nee, passt schon. Ich habe dem wenig hinzuzufügen, also verstehe ich. Ich bin, glaube ich, auch einfach ein riesengroßer Norma Shearer-Fan und freue mich auch schon auf The Barretts of Wimpole Street. Nicht klar. Auch von Alexander Korda. Nein, auch von Franklin City, mein Gott. Und das ist auch ein Remake. City Franklin hat hier genauso wie davor bei dem Film einen Film neu inszeniert, den er schon mal gedreht hat. Ja, dann kann es ja nur super werden. Ja, ich muss auch noch mal wirklich ein bisschen die Lanze brechen für Henry VIII, um das so klarzustellen. All das, was ich mir durchaus vorwerfe, also ich finde durchaus, es gibt hier so Sachen dabei, die nicht funktionieren. Der Film, gerade der Anfang, ist extrem gelungen, muss ich sagen, in diesem Zynismus, den ich schon einmal angesprochen habe. Mhm. Und ich finde, der Film badet richtig in diesen Replation, in diesen baktinischen Fokus auf den Ekel oder auf all das, was man eigentlich nochmal verstecken will, all das drin im Homo Clausus, all das, was der Zivilisationsprozess gebracht hat. Er versucht wirklich eine Art der Darstellung, die so untypisch ist für den Geschichtsfilm, wo jeglicher Körper in seiner Gesamtheit gezeigt wird, in all seinen Fehlern. Und Charles Laughton liebt es einfach. Ja. Es ist großartig. Neben der Tatsache, dass man eben diesen Moment hat, wo Charles Laughton über die Bridget Sitten redet und dabei rübst und würzt, oder gerade nicht, aber schmatzt und das ein Hühnchen auf seine Schulter nach hinten wirft, angeblich ein Teil davon, warum Henry VIII bis heute so als Falstaff-Figur wahrgenommen wird, weil es eben hier so bezeichnet wird, aber gleichzeitig auch die Art und Weise, wie man seinen dicken Körper nachher zeigt und den wirklich darlegt in seiner Nacktheit und so und sich ein bisschen einfach gehen lässt. Also es ist so großartig. Das kenne ich einfach nicht aus dieser Zeitperiode. Gerade im Geschichtsfilm, den ich ja doch eher so in Erinnerung habe, wie Filme, wo einfach eine Frau dann aus großer Tragik blind von der Klippe stürzt. Wieder mal nicht weiß, wie der Film heißt. Oder wie der Disraeli-Film, der genauso. Wir hatten schon viele Geschichtsfilme gehabt, die sich alle eher mit dem 1900 beschäftigt haben. Aber die zeigen alle die großen Männer mit all der Glanz, mit der Romantik dieser Zeit. Und man kann auch sagen, dass man es wohl genau selber zum Teil macht. Also diese Gutschrift. Ah. Und ich finde, Henry VIII ist der erste Film, den ich so ganz gut erforschen könnte, 50, 60 Jahre später, in Filmen, die ganz genau dieses Geschichtliche dekonstruieren wollen, die einfach nur diesen Exzess zeigen wollen. Er sucht noch nicht so darin, es könnte auch mehr sein, aber er ist schon mal, hat so einen Anfangspunkt darin, was später der Favorite werden würde, auch 80 Jahre später ungefähr. Und ich glaube, das ist wirklich was man hier betonen muss. Und darum finde ich den Film so gelungen einfach. Und ich muss auch sagen, ja, also ich glaube, ich finde es interessanter, wenn der Film diesen Zynismus hat, diesen Ausstellcharakter von, wer der Adel ist und wie sehr der Adel eigentlich nur wie menschlich ist, im schlimmsten Sinne des Wortes, und nicht von Gott bestimmt ist, sondern einfach nur die Menschlichkeit des Adels, was ja bis heute schwierig ist, im Sinne von menschlicher Darstellung, die alle Fehler zeigen und nicht in die Größe zeigen, sondern wie ich in ihrer im vollkommen Basalen, in dem Pathos, in dem Niedrigen eigentlich zu zeigen, weil es wird ja bis heute irgendwie kritisch betrachtet bei The Crown. Und nein, man muss eben dieses Basale, man muss diesen Ekel herausheben, der auch hier reinkommen darf. Das Affektierte eigentlich. Und ich finde es fast schon schade, dass dieser ganze Zynismus, der in perfekten Diskussionen und Dialogzeilen, die von den Drehbuchautorinnen gemacht wurden, das Drehbuchautor natürlich, also, wer heißt der nochmal? Laszlo Biro, also eine große ungarische Novellist und Romancier, der hier eigentlich mitgewirkt hat, und Arthur Wimperis, der anscheinend mehr für den Dialog zuständig war, das nicht super
klappt. Und dann bin ich so vom Gegenkopf gestoßen worden, wie in weiterer Folge man ihn immer mehr zum Sympathieträger oder zu einer Gummistechler erkennt, obwohl natürlich er extrem frauenfeindlich ist und verachtend. Also ich finde das sogar ein bisschen schwierig für mich selber anschauen, aber trotzdem finde ich Lawtons Art zu spielen so großartig. Hm. Und ich finde auch die Art und Weise, wie eben gerade die Kamera funktioniert, ich glaube Georges Perlon, glaube ich, war das, der, den wir auch schon gesehen haben bei Anula Liberté, der Kameramensch, der das gemacht hat, Georges Perinal, wunderbare Einstellung gemacht. Und ich finde, es wirkt so ein bisschen mehr stummfilmartig, weil es so starre Einstellungen sind, was auch teilweise dem Set geschuldet sind und die Kosten, die das Set. Also waren billige Sets, die man irgendwie nicht nur von einer Einstellung aus dem Filmen konnte, mehr oder weniger, oftmals. Und, aber es klappt natürlich wunderbar dadurch. Die klare Chemie, die im Perinal mit Corona zusammen komponieren, im Zusammenspiel mit diesem Auftreten von Lawton, der einfach neben dem Hühnchen die ganze Leinwand essen möchte. Wunderbar. Also, das ist der Grund, wo ich den Film so viel lieber gemacht habe, muss ich auch sagen, weil irgendwie das ist ein Film, der außergewöhnlich ist für seine Zeit. Und das ist irgendwie das, was ich mehr wertschätze als ein Film, den ich mag, aber irgendwie mich letztendlich nicht emotional berühren konnte, in dieser Art und Weise, wie er dich berührt hat. Ja, verstehe ich absolut. Also, sehr gute Begründung. Ja. Ja, und wie es nächstes Mal ist, werden wir dann sehen, wenn wir uns dann nächstes Mal nicht mehr mit dem britischen, der britischen Etikette und den britischen Adel beschäftigen, weil sie ja Sir John auch adelig waren, sondern ins Showbiz schauen, in verschiedenen Zeitperioden des Showbiz, nämlich zum einen 42nd Street von Lloyd Bacon, wo ich schon ein bisschen die Befürchtung habe, wir kommen wieder zurück und zu unserer Anfangszeit des Wohnfilms, nämlich mit Hollywood Review und ähnlichen Filmen, die wir nicht so. Oh, also das Beste kommt da auch. Also schauen wir mal, ob der Film es uns besser macht, diese Art und Weise des Broadway darzustellen. Und zum anderen She Done Him Wrong von Loyal Sherman, wo eben Mae West ihre zentralen Filme eigentlich gemacht hat, glaube ich. Wo eben es aber in die 1890er zurückgesetzt wird, also trotzdem nochmal ein bisschen historisch bleiben, aber mit Showbiz-Charakter. Ja. Ich bin gespannt. Dürft ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, auch sein? Und falls ihr euch nicht nur auf die kommende Folge freut, sondern vielleicht auch fragt, das war jetzt ganz nett, was haben die beiden denn so für andere Folgen schon gehabt und welche Filme haben die besprochen in der Vergangenheit, was waren da alles für einen Oscar nominiert? Ja, dann braucht ihr nicht euer Leben lang euch weiter wundern, sondern könnt das direkt erfahren und auch nachhören. Selbst da verrätst du uns. Ach komm schon, da bist du arg. Ich habe gerade jetzt 10 Minuten lang geredet. Du kannst doch nicht weiterreden. Ich wollte nur vermeiden, dass ich hier mir die Blöße gebe, dass ich nicht weiß, wie unsere E-Mail-Adresse heißt. Aber oscarmussreden@gmail.com? Ja, heißt es. oscarmussreden@gmail.com. Ja, ich wusste es natürlich. Ich wollte nur Bestätigung von selbst, weil ich immer Bestätigung brauche und Liebe von anderen Menschen. Also schreibt uns doch eine Mail, treten Sie uns in Kontakt, wenn ihr möchtet, falls ihr Kommentare und Anmerkungen habt. Und falls ihr sagt, Mail, Alter, ist mir viel zu oldschool, viel zu goofy, ja, Jugendwort des Jahres 23, dann könnt ihr natürlich auch über andere Medien, wie zum Beispiel Twitter, mit uns in Kontakt treten. Dort ist unser Handle @oscar_wir. Wir sind natürlich auch auf YouTube, wenn ihr da einfach Oscar, wir müssen reden eingibt, dann findet ihr uns da natürlich und könnt euch da unsere wunderbaren, ja, Stillstandsvideos anschauen, also einen Podcast hören und auch da das Ganze kommentieren und liken, so ihr möchtet. Beheimatet ist unser Podcast bei Anchor. Das ist eine zu Spotify gehörige Podcast-Plattform. Das heißt, entweder ihr klickt euch direkt bei Anchor hinein und sucht auch dort nach Oscar, wir müssen reden, oder benutzt einen RSS-Feed bzw. Podcast-Catcher eurer Wahl. Dann bleibt ihr immer up-to-date. Selbst da habe ich etwa irgendetwas vergessen. Natürlich nicht. Und das hast du natürlich wunderbar gemacht, indem du so schelmisch eigentlich versucht hast, mir den Joker zuzuschieben. aber kann ich fragen, woher weißt du, was 1923 das Jugendwort des Jahres war? Bin echt schockiert. Habe ich 1923 gesagt? Nein, du hast 23 gesagt. Also. Ich habe einfach erwartet, dass du 1923 meinst, weil wir so im Historischen sind. Ja, du, im Rahmen unserer Oscar-Sichtungen habe ich natürlich ein bisschen recherchiert und ist natürlich 2023.
Weiß nicht, gab's Goofy 1923 schon? Nee, ich glaube, Goofy gab's noch nicht, oder? Was ist die Figur oder den Begriff? Ich meinte die Figur. Und, nein, die Figur gab's nicht, weil aber Mickey Mouse also, wurde erst erfunden Ende der 20er oder 30er Jahre. Das heißt, hier gab Mickey Mouse nicht mal und da gab's Goofy noch nicht. Im Moment, also stimmt, Disney gab's da schon, Mickey Mouse. Walt Disney hat schon existiert zu dem Zeitpunkt. Ja, okay, gut. Also, 1923 gab es Mickey Mouse noch nicht, das weiß ich. Also, ich würde sagen, 27, 28, 29 wird Mickey Mouse. Der einzige frühe Tonfilme ist ja dieses Mickey Mouse am Dampfer. Steamboat Willie, meinst du, ja. Ist es nicht Steamboat Willie? Okay. Steamboat Willie ist, wo, also, das ist nicht der erste Mickey Mouse-Film, aber das ist dieses, wo er am Dampfer ist, ja. Genau. Ich habe Steamboat Willie im Kopf gehabt, ich habe es jetzt verwechselt oder im Kopf gehabt, weil es forscht ein Buster Keaton-Film, der auch so ähnlich heißt, aber. Das hat mir vielleicht nicht, dass ich jetzt Falsches sage. Ja. Lieber nichts sagen, bevor wir das Falsche sagen. Nee, tatsächlich. Auch wenn ich mich jetzt hier, wenn ich mir jetzt die Blöße gebe, aber der Begriff Goofy, ja, der ja für tollpatschig steht, gab es den, bevor es die Disney-Figur gab, oder war es eher andersrum, dass sich dieser Begriff aus der Disney-Figur entwickelt hat? Nee, wahrscheinlich gab es den Begriff vorher, oder? Ich würde sagen, es gab es schon davor und ich habe tatsächlich schon rausgesucht und mir sagt, Etymon Line sagt mir, dass 1916 Stupid Person, American English, perhaps a variant of English, dialect, Goof, Foolish Clown, 1869, from 16th century, probably from French, Goof, Awkward, Stupid, which is of uncertain origin. Okay. Das heißt, wie ihr seht, nicht nur über Filmgeschichte werdet ihr was kennenlernen, sondern auch über die Etymologie der schönen englischen Sprache und natürlich auch andere Sachen. Wir können natürlich auch jetzt dann nichts mehr sagen, warum beim Dude etymologisch wie das herkommt, weil das haben wir natürlich auch schon recherchiert, letztes Mal für Lady Boy Day. Aber das könnte ja, also falls ihr da Näheres wissen wollt und das genau nochmal euch anhören wollt, hört euch die Folge an. Genau. Und jetzt müssen wir nur noch einen guten Schlusspunkt finden. Ich habe gerade. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt wirklich deine Aufgabe. Ich habe einen wunderbaren Einstieg geleistet, jetzt auch noch Ausstieg. Das kriege ich nicht hin. Das heißt, wir werden einfach weitermachen, sorry, noch eine Stunde, bevor wir aufhören. Ja, sorry. Mea culpa. Mea maxima culpa. Na gut, dann lass uns doch verabschieden und kehren wir nächstes Mal zurück, wie es bei dem DB heißt, in die Gay 1990s. 1890s. Okay, nice. Falls euch das weiter interessiert, hört euch die nächste Folge an. Passt. Bis dann. Ciao. Ciao, Leute. Der Geliebte zurückkommt und hier eine schwere Behinderung mit sich bringt, sozusagen. Und, oder generell, weil was zum Beispiel ein Quirk auch macht, also ich muss gestehen, mir fällt gerade nicht mehr ein, wie. Ich muss ganz kurz noch nachschauen. Shit, schneiden wir es raus. Da bleibt es ja, schneiden wir raus. Aber sag's nicht zu laut. Sonst hören sie uns noch. Ich hab's nicht aufgeschrieben, ich habe nur Quirk aufgeschrieben. Ich weiß nicht, wie es so nahe ist. Das ist natürlich. Du hast dir Zeit, selbst ich trinke noch ein bisschen Tee.